kümmere mich drum. Aber ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Hi! Hi, da seid ihr endlich. Peter, Babsi, das ist Stefan. Hi Stefan, freut mich, dich kennenzulernen. Hi Stefan. Sorry, es war später geworden, aber ich musste Stefan erst noch überreden, überhaupt mitzukommen. Wirklich? Hey, keine Angst, wir sind keine Swinger. Stefan meinte, er hat überhaupt keine Lust, den ganzen Abend mit einem fremden Pärchen über Beziehungen und so zu reden. Das kann ich nicht verstehen. Stimmt doch, oder? Moment mal, Sabine. Du drehst mir mal wieder das Wort im Mund herum. Ich hab doch bloß gesagt, ich hoffe, es wird nicht wieder so ein todlangweiliger Pärchenabend, wo dann jeder sentimental wird und nur noch davon labert, welches neue Auto er sich kaufen will. Oder dass der nächste Urlaub auf die beschissenen Malediven geht. Ich finde die Malediven eigentlich ganz nett. Oder dass sie vorhaben, einen Tauchkurs zu machen. Am besten zu zweit, da spart man 20%. Oder wie lustig es war, als sie letztens Karaoke beim Thailänder gesungen haben. Oder dass die Rente nicht sicher ist und schon wieder eine Socke im Trockenen verschwunden ist. Oder dass man Musik jetzt online kaufen kann. Das ist viel sicherer als diese illegalen Tauschbörsen. Oder über die 80er Jahre. Oder dass er jetzt immer mit dem Rad zur Arbeit fahren will und sie sich Sorgen macht, weil er keinen Fahrradhelm anzieht. Oder Dach ausbauen. Oder Silit Bang. Oder den Irak. Oder dass sie sich überlegt haben, eine Geschirrspülmaschine anzuschaffen. Ich weiß, das ist schlecht für die Umwelt, aber man spart jede Menge Zeit. Oder der neue Patriotismus. Wir haben jetzt eine Deutschlandfahne für unseren Garten gekauft. Oder Starbucks. Oder Subway. Oder die neue Helmut Newton-Retrospektive. Oder wie sie einmal Weihnachten in Florida am Strand verbracht haben. Nur im Bikini und mit Nikolausmütze. Ho, ho, ho. Oder Fußball, oder Shoppen in New York, oder biometrische Personalausweise, oder dass sie wieder angefangen haben, Volleyball zu spielen, aber die Knie sind auch nicht mehr die jüngsten. Oder die teure Bordverpflegung bei Billigflügen, oder das bekackte Wetter im Sommer, oder Vogelgrippe. Oder wie sie neulich ihr altes Handy wiedergefunden haben und gar nicht glauben können, dass sie einmal mit einem solchen Brikett telefoniert haben, oder ich weiß nicht was. Dass sie mal einen Pfirsich gegessen haben. Oder eine Papaya. Oder habt ihr gemerkt, ich trinke keinen Alkohol mehr? Ich habe nämlich die Pille abgesetzt, denn wir wollen ein Baby. Deswegen für mich nur einen Orangensaft, bitte. Und für mich aus Solidarität nur eine Cola. Ach, du bist süß. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Ach, hört doch auf. Das ist alles, was ich gesagt habe. Aber ich bin sicher, ihr seid ja total anders.